Herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir, glaube ich, machen in dieser Folge das Landwing. Jetzt habe ich hier gerade noch einen kleinen Jungen gesehen. Habt ihr eine Nachricht, die überbracht werden muss? Niemand in Denarim ist schneller. Okay, ich dachte, der hätte eine neue Quest für uns irgendwie. War aber doch nicht so. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles erledigt. Die eine Quest lässt sich leider nicht machen. Finde ich schade, aber gut, da kommen wir nicht drum rum. Ich habe noch mal ein paar Sachen verkauft. Und jetzt müssen wir, glaube ich, zum Anwesen zurück. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Es ist so heiß zurzeit. Ich habe einen Ventilator hinter mir laufen. Ich hoffe, man hört es nicht. Tja, nun schauen wir mal wieder zum Guten. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Schlimm. Der Anführer von Redcliff eben. Al-Eamon, genau. So hieß der Gute, ja. Und wir haben im Gesindeviertel jetzt die Elfen gerettet und herausgefunden, dass die mit Zustimmung Logans in die Sklaverei verkauft werden. Unter dem Vorwand, dass man ihnen helfen will. So, wir können nochmal mit unseren Leuten reden, sehe ich. Ist das so wie ein Lager hier? Ich schau mal schnell. Ja, wir haben ja noch ein paar Geschenke. Würde ich das noch schnell machen? Bloß ein paar Geschenke verteilen, nochmal kurz mit denen reden. Ich glaube, viel zu reden haben wir ja eh nicht im Moment. Dankenschild, ja, aber für wen könnte das denn sein? Was steht noch drauf? Ach ja, genau, das haben wir aus dem Lager der Grauen Wächter in Denarim. Der Schild. Der gehörte Duncan, richtig? Das ist sein Wappen. Nicht so schön, ich würde Dank sagen. Ja, ich glaube, er freut sich auch, das erinnert ihn nur wieder an Danken. Danke. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er sein Schild nicht bei sich hatte. Das ist perfekt. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Dank ausdrücken soll. Das bedeutet mir sehr viel. Ich kann kaum glauben, dass ihr euch daran erinnert habt. Dass du danken magst, oder alles, was mit ihm zu tun hat? Ich werde es in Ehren halten. Danke. Oder hatte er mal was von seinem Schild? Hatte er den Schild mal erwähnt? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber dann bekommt Alistair natürlich den Schild, wenn er denn gut ist. Hausschild? Dieses Schild von... Ach so, er hat er schon. Okay. Er hat ihn schon. Oh, 6 Verteilung. Ja, der ist wirklich gut. Willenskraftverteilung aus der Regeneration. Ja... Kann man lassen. Oh, Hausstil hat auch 6. Grundschutzverteidigung. 12 Verteidigung, Feuerresistenz. Okay. Ja, ich wäre fast sagen, Hausschild ist vielleicht besser. Aber der hat auch Ausdauerregeneration. Ah, schwierig, schwierig. Das ist der gleiche Schild, bloß mit einem anderen Wappen. Jetzt will ich aber mal schauen. Wir haben ja noch einen Kalbsknochen. Ja, für wen der wohl ist. Schaufler. Yay, er freut sich schon gar nicht mehr. Ich schon zu verwöhnt, der Gute. Mit Knochen und allem. Diadem, mein Gott. Ist das nichts für Morrigan? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht soll ich da echt speichern. Die hat ja doch mal was von dem Diadem erzählt. Aber jetzt geben wir erstmal Zephron seinen Goldbahn hier. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Dankeschön. Ich wusste, dass dir das gefällt. Und das ist Segen. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Jetzt haben wir noch ein Diadem und die Landkarte, dem wir die Landkarte geben können. Der ist nicht da. Aber Liliana, können wir noch mit dir reden. Mal was anderes als immer nur im Wald zu schlafen, nicht wahr? Kann ich euch irgendwie helfen? Ich glaube, das hatte sie schon gesagt gehabt. Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denarim... Was sagt ihr? Ah, das hat er auch schon gesagt. Also schön. Aber ich werde euch werden... Ja, ganz vergessen, dass das wir ja auch ein bisschen da uns sehr beliebt gemacht haben bei Zephron. Kaum zu glauben, dass der Arl ihrer Hoheit nur das kleine Zimmer gegeben hat. Er war schon immer ziemlich geizig. Wow, okay. Da kommt mir jetzt nicht sehr geizig vor. Oh, wir haben noch ein Diadem. Okay, ich speichere mal schnell. Und ich glaube, das war was für Morrigan, aber
Nagelt mich nicht fest. Wen glaube ich nicht? Es kann nur Morrigan oder Liliana, denke ich mal, gewesen sein. Interessant. Okay. Vergiss es. Jetzt will ich aber noch rausfinden, für wen das, wer das so gern mag. Irgendwer muss das ja mögen. Wenn Morrigan das... Irgendwer hat doch das erwähnt. Wer hat denn das erwähnt? Aber man kann das schon mal... Es ist nicht so persönlich, dass man das nicht an andere Leute verschenken könnte. Er war schon immer ziemlich geizig. Dieser kleine Mistkerl. Liliana, wo bist du denn? Hier, was hältst du von einem Diadem? Ich danke euch sehr. Okay, das klingt nicht so schlecht. Das klingt, als hätte es ihr gefallen. Aber es war unnütz, ich hätte es Morrigan geben können. Weil Liliana hatte schon volle Zuneigung. Naja. Wie es mal so läuft. Oder Shale vielleicht. Aber ich glaube, die freut sich eher über Edelsteine. So, schauen wir mal zurück und berichten, was wir gefunden haben. Das waren die hier drin? Ja, ja, Schaufler. Ah, hier ist unser Al-Eamon. Ich speichere jetzt nochmal. Nur sicherheitshalber. Kann ich mit dir nochmal schon reden? Hast du was anderes zu sagen? Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Ich glaube, wir... Yep. Sobald ich mit... Wenn wir diesen Erzdämon besiegen... Ich glaube, mit dem hatten wir schon geredet. Da gibt's nichts Neues. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken. Ich habe von einem großen Tumult im Gesindeviertel gehört. Was genau ist dort passiert? Logan hat mit einem Sklavenhändler aus der Winter zusammengearbeitet, das könnte man sagen. Logan war in Sklavenhandel verwickelt, das trifft ziemlich gut. Der Erbauer gut. Möge mir verzeihen, dass ich angesichts solch abstoßender Vorgänge tiefe Befriedigung darüber empfinde, dass Logan darin verwickelt ist. Wir müssen den Bürgerkrieg rasch beenden. Was die Verderbnis in diesem Land nicht vernichtet, fällt der Politik zum Opfer. Die letzten unserer Verbündeten sind in der Stadt eingetroffen. Es darf keine Verzögerung mehr geben. Ich gehe zum Palast und berufe das Landding ein. Stoßt zu mir, sobald ihr bereit seid, Wächter. Dann geht's also jetzt auf. Ich denke, wir sind bereit. Hoffentlich erwartet Eamon nicht, dass ich eine Rede halte. Herr Bauer, vermutlich erwartet er das, oder? Vermutlich schon. Welle des Verbrechens. Oh, das haben wir auch noch. Aber ich glaube, da die Quest steht uns noch offen. Wenn der bloß mal zurückkommen würde. Ein Wechsel der Führung, das werden wir nicht machen können. Und dann haben wir noch das Landfing. Und ich habe mich mal wieder verlaufen. So groß ist das Anwesen doch gar nicht. Ah, hier geht's raus. Sehr gut. Wo müssen wir denn hin? Mit dir müssen wir bestimmt nicht reden. Ich denke mal, ja. Ich lese mal schnell. Vor ein paar Last, denke ich mal. Schauen wir mal. Unbedingt. Ja. Also wir müssten eigentlich zum Palast, schätze ich mal. Wenn wir dann dahin kommen. Ich glaube links. Nee. Moment mal. Hier. Nein, Vortrag Con. Marktviertel. Königlicher Palast, ja. Wenn es da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir können da hingehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es da sein wird. Und dass wir unsere Welle des Verbrechens-Quest noch abschließen können, weil wir wollten uns ja an diesem Aal rächen, der uns eine Falle gestellt hatte. Bin ich auch mal gespannt, wie das ausgehen wird. Wächter, die Situation überrascht mich nicht. Und Alistair, wenn ihr auch nur ansatzweise als Mariks Sohn anerkannt werden wollt, solltet ihr dann nicht bereits beim Landing sein? Ihr habt dieses Land zerrissen, euch meinem Herrn entgegengestellt und niemals zu verstehen versucht, warum er für Ferelden ein Volksheld ist.
Aber glaubt nicht, dass ihr an mir vorbeikommt, um auch noch das Lanting zu entehren. Der Adel von Ferelden wird meinen Herrn als Regenten bestätigen. Und der Spuk hat endlich ein Ende. Sobald ihr von der Bildfläche verschwunden seid. Oh, ich dachte, sie kommt uns jetzt entgegen. Hört auf zu reden und sagt ihr, was ihr mit dem Ding anstellen könnt. Ich glaube, sie ist recht stark, aber das wird mich auch nicht aufhalten. Aber vielleicht können wir... der euren König getötet hat. Ja, ich glaube, da liegen die Loyalitäten. Nee, aber Logan anstatt bei... Ah, wie hieß er? König Kaelin. Schauen wir mal, ob ihr sie überreden könnt. Ich hatte in letzter Zeit so viele Zweifel. Logan ist ein großer Mann, aber sein Hass auf Olay hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er hat schreckliche Dinge getan, ich weiß. Aber ich schulde ihm alles, was ich bin. Ich kann ihn nicht verraten, also bittet mich nicht darum. Ja, dann lass es mich machen. Ich hätte nie gedacht, dass die Pflicht einen so bitteren Beigeschmack hat. Haltet ihn auf, Wächter! Er darf nicht alles verraten, was er einst liebte! Bitte, habt Mitleid. Ohne Logan gäbe es kein Ferelden, das man verteidigen könnte. Ohne Logan gibt es kein Ferelden? Das halte ich für ein Gerücht. Aber cool, dass wir sie jetzt noch überzeugen konnten. Ich mag sie eigentlich nämlich. Wäre jetzt schade gewesen, wenn wir sie umbringen hätten müssen. So, na dann auf. Lords und Ladies des Lanting. Tern Logan will, dass wir aus Angst unsere Freiheit und unsere Traditionen aufgeben. Er trägt Schuld an der Misere. Dennoch sollen wir unser Schicksal in seine Hände legen? Müssen wir alle Vorteile unseres Landes opfern, um es zu retten? Schöner Auftritt, Eamon. Aber keiner hier ist davon ergriffen. Ihr wollt eine Marionette auf den Thron setzen und jeder hier weiß das. Die wichtigere Frage lautet, wer zieht dann die Fäden? Ah, und da haben wir den Puppenspieler. Sagt uns, Wächter, wie werden die Olesianer unser Land übernehmen? Schicken sie Truppen oder lassen sie ihre Befehle einfach von diesem Möchtegern-Prinzen verkünden? Wo bleibt die berühmte Standhaftigkeit der Zwerge? Was hat es die Kaiserin gekostet, eure Loyalität zu kaufen? Oh Mann, er ist immer noch viel zu sehr auf Olay fixiert. Das ist also seine Verteidigung. Und die Verderbnis, auf die sollten wir uns konzentrieren, ja. Aber ich habe meinen König nicht umbringen lassen. Einige von uns sind neugierig, was genau bei Ostagar geschehen ist, Logan. Als einer von Kaelins Mördern wagt ihr es, von Verrat zu sprechen? Ihr habt mit euren Geschichten von Griffins unseren König in den Tod geführt. Ja, wenn das nur so einfach gewesen wäre. Ja, sagen wir es doch einmal, wie es war. Erzählt weiter, Zwerg. Das Lanting möchte unbedingt eine taktische Analyse der Vorgänge bei Ostagar hören. Von einer Witzfigur. Ihr habt ihn zu diesem Angriff aufgestachelt. Er hat die Geschichten geglaubt, Wächter. Er dachte, eure Handvoll Männer könnte alles entscheiden und vergaß, Strategie und Konsequenzen zu bedenken. Was hätte ich denn tun sollen? Ich war nicht nur für Kaelins Leben verantwortlich. Hätte ich wegen seines Fehlers die ganze Armee opfern sollen? Glaubt nur nicht, dass ihr mir Kaelins Tod anhängen könnt. Er war Mareks Sohn, mein König. Niemand bedauert sein Hinscheiden mehr als ich. Ist klar, ne? Wollen wir Alistair auf den Thron setzen? Das ist so eine Sache. Er wäre vielleicht ein guter König, aber hat halt null Bock. Vielleicht macht ihn das auch wieder so einem Schlechten, aber...
Das würde uns ewig vorwerfen. Das mit dem Blutmagier, können wir das überhaupt beweisen? Das ist auch so eine Sache. Ja, dann unterstützt doch Alistair. In der Tat. Sind wir es Marek nicht schuldig, seinen Sohn auf den Thron zu setzen? Wenn er ein wahrer Sohn von Marek wäre, würde ich ihm umgehend Treue schwören. Aber er hat absolut nichts von Marek an sich. Aber genug davon. Ich habe eine Frage an euch, Wächter. Was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Hä? Was redet ihr? Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre Wachen getötet. Was habt ihr getan, damit sie bei euch bleibt? Lebt sie überhaupt noch? Ich kann durchaus für mich selbst sprechen. Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Dieser Wächter hat Fereldens größten Helden diffamiert, nur um einen Hochstapler auf Mareks Thron zu setzen. Oh Mann, was zum Teufel? Hätten wir nochmal mit ihr reden sollen, oder was? Oh, sie wendet sich gegen uns. Was für ein Schock. Und ich dachte, sie wäre eine wirklich nette Despotin. Mir ist klar geworden, Wächter, dass die wahre Bedrohung dieses Landes in euch liegt. Ich habe euch ein Bündnis mit mir zum Wohle des Landes angeboten und ihr habt abgelehnt. Ich lasse nicht zu, dass ihr den Thron zerstört, den Kaelin und ich innehatten. Wer hier kann behaupten, dass Enora dieses Land nicht regieren kann? Und wer kann behaupten, dass Alistair dazu in der Lage ist? Wir wissen nur über ihn, dass er vielleicht königlichen Blutes ist. Enora war 5 Jahre lang Königin und hat sich des Namens Tyrion als würdig erwiesen. Sie kann unser Volk durch diese Krise führen und ich befehlige ihre Armeen. Lords und Ladies, unser Land wurde schon früher bedroht. Es wurde zahllose Male verloren und wieder zurückerobert. Wir aus Ferelden haben bewiesen, dass niemand uns wahrhaft erobern kann, solange wir vereint sind. Wir dürfen jetzt keine Spaltung zulassen. Haltet zu mir, dann werden wir sogar die Verderbnis besiegen. Okay. Südhang unterstützt die Grauen Wächter. Das wache Meer hält zu dem Grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel stehen hinter euch, Loghain. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Loghain. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich stehe zu Loghain. Wer sonst könnte die Verderbnis besiegen? Loghain, ich halte zu euch! Das verheißt für uns alle nichts Gutes. Was zum Teufel? Ich glaube, es ist noch nie so schlecht gelaufen. Ich könnte mich nicht erinnern. Ich habe mit Anora... Hätte ich nochmal mit Anora reden sollen? Ich habe ihr Angebot eigentlich gar nicht abgelehnt. Nicht, dass ich wüsste, aber gut. Das Landing hat gesprochen. Wir sind den Grauen Wächtern gefolgt und haben deshalb unseren König verloren. Wir dürfen nicht auch noch unser Land verlieren. Ich beschuldige Eamon, Alistair und diesen Wächter des Hochverrats. Bringt die Verräter zur Hinrichtung nach draußen. Zu den Waffen. Wir werden nicht kampflos aufgeben. Okay. Holy shit. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also überhaupt nicht. Warum lief das nochmal so kacke? Da sind Magier. Huh. Ich weiß, ich lade jetzt nochmal. Ich will es aber jetzt nochmal wissen. Wir haben nämlich eigentlich nicht die Beweise vorgelegt. Ich dachte, die können wir noch vorlegen, aber anscheinend muss ich das früher machen. Oh, schön, dass es hier gespeichert hat. Toll. Würde mich nur interessieren, ob das jetzt einen Unterschied macht. Und wenn nicht, dann lassen wir es einfach so.
Ja, ja, Musik. Alles gut. Sag du, wo bleibt die berühmte Standhaftigkeit der Zwerge? Einige von uns... Als einer von Kalens Mördern wagt ihr es, von Verrat zu sprechen? Ihr habt mit euren Geschichten von Griffins unseren König in den Tod geführt. Und jetzt sagen wir einfach mal, dass Hau das Spielchen getrieben hat. Da könnt ihr noch sagen, ja, er ist nicht für Hau verantwortlich. Der Wächter spricht die Wahrheit. Mein Sohn wurde bei Nacht entführt und was ihm angetan wurde, übersteigt zum Teil die Fähigkeiten meines Chirurgius. Hau hat eigenverantwortlich gehandelt. Er wird sich vor dem Erbauer für alle Fehltritte seines Lebens rechtfertigen müssen, wie wir alle. Aber das wisst ihr ja. Schließlich habt ihr ihn ermordet. Was Hau auch getan haben mag, man hätte ihn vor den Truchsess bringen müssen. Gerechtigkeit ist nicht, einen Mann in seinem Heim zu ermorden. Genau, jetzt können wir mit dem kommen. Ich versichere euch, Wächter, wenn ich jemanden aussende, dann meine eigenen Soldaten. Der Verschwiegenheit eines Abtrünnigen würde ich niemals trauen. Wirklich? Das sieht mein Bruder aber ganz anders. Er sagt, ihr hättet einen Blutmagier vor der Rechtsprechung durch die Kirche bewacht. Nur Zufall? Die Kirche wird das nicht einfach übersehen, Taryn Loghain. Die Störung der heiligen Pflicht eines Templers ist Verrat am Erbauer. Für genau alles, was ich getan habe, werde ich mich später rechtfertigen. Doch zunächst will ich wissen, was dieser Wächter mit meiner Tochter gemacht hat. Ich glaube, die Antworten sind alle drei schlecht. Ihr habt meine Tochter, unsere Königin, gewaltsam entführt und dabei ihre... Ich kann durch... Lords und Ladies von Ferelden, hört mich an. Dieser Wächter hat Fereldens größten Helden diffamiert, nur um einen Hochstapler auf Mareks Thron zu setzen. Mein Vater wird stets das tun. Und mir ist jetzt... Wer hier kann behaupten, dass Enora... Enora war für... Lords und... Südhang unterstützt die Grauen Wächter. Ach so, jetzt geht's das schon Wache los. Das Wache Meer hält zu dem Grauen Wächter. Drachengipfel unterstützt den Wächter! Die Westhügel stehen hinter euch, Loghain. Nein. Möge der Erbauer uns beistehen. Ich halte zu Loghain. Er ist unsere einzige Hoffnung auf den Sieg. Ich stehe zu Loghain. Wer sonst könnte die Verderbnis besiegen? Toll, hat er viel gebracht. Loghain, ich halte zu euch. Das verheißt für uns alle nichts Gutes. You don't say. Das Landing, wir sind... Bringt... Zu den Waffen. Na gut, dann soll es eben so sein. Für alle so... Ich dachte, das hätte jetzt das Blatt rumgerissen, aber... Auch wenn wir die Kirche hinter uns haben, anscheinend... Bringt die sich am Sterben, nicht wahr? Oh, wir sollten vielleicht uns erst um die Magier kümmern. Dauert nur ein... Dann können wir mal so ein Logan mal einzufrieren hier. Oh, die Loghain-Waffen sind ja auch noch da. Haltet durch, Freunde. Ich dachte gerade schon, warum kann ich sie hier nicht angreifen? Ja, Loghain will wirklich mir auf die Eier gehen hier. Wo sind jetzt unsere ganzen Verbündeten eigentlich? Du kannst mich mal, Loghain, hier. Genau so wird es geschehen. Für die Grauen Wächter! Genau so wird es geschehen. Möge das Spaß. Oh, sind da viele. Wartet mal schnell. Da gab's doch noch... Oh ja, da ist ein Magier. Den sollten wir vielleicht auch mal ausschalten. Ach doch, da ist sie ja. Ben Astafana. Win! Brauchen deine... Ja. Oh Gott, wo läuft Win denn schon wieder rum?
hier oben. Okay. Das ist ein Chaos hier, ey. Boah, sind da viele, ey. Das ist... Das ist nicht schön. Versuchen wir mal ein paar auf unsere Seite zu bringen, dass sie sich gegenseitig... Und diesen Magier auszuschalten, was immer auch macht. So. Genau so wird es geschehen. Autsch. Genau so wird es geschehen. Du kleiner Drecksack. Im Namen des Erbauers haltet ein. Die Ordnung muss gewahrt bleiben. Einverstanden. Kein weiteres Blutvergießen beim Landting. Alistairs Thronanspruch wird angezweifelt. Genau wie die Ehre seines Herausforderers. Früher wurde so etwas durch ein Duell entschieden. Ist das Landting damit einverstanden? Ja, wenn dadurch weiteres Blutvergießen vermieden wird. Aber es muss traditionell erfolgen. Mit bloßer Körperkraft im direkten Zweikampf, bis eine Seite aufgibt. Akzeptiert ihr die Regeln? So wird es also. Okay, wir können entweder Begleiter nehmen, wir können Alistair nehmen. Oder ich werde für ihn kämpfen. Ich weiß nicht, Alistair... Er könnte mit Alistair besiegen, aber ich werde natürlich selber kämpfen. Die Männer werden euch oder mir folgen. Kämpfen wir darum. Macht euch bereit. Interessant, wir bekommen also doch mal unseren alleinigen Zweikampf. Ich dachte, das wird einfach jetzt so gelöst. Ich habe dich schon mal besiegt. Gut, mit Freunden, aber... Vorher ein Gemetzel stattgefunden und jetzt tickt jeder aus, weil er sein Schwert gezogen hat. Okay, na dann, auf geht's. Wie wär's mit dem Säurefläschchen? Schmutziger Trick Nummer 17. Au. Okay, jetzt ist er gar nicht mehr so. Ich dachte, er wäre immer noch auf Boss-Level, unser Logan, aber anscheinend nicht mehr so viel. Er kann mich aber wegkriegen. In Ordnung. Das bringt ihm ja auch fast nichts. Oh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich auf mein Leben geschaut. Alles klar. Läuft. Erst verkacken wir es im Landing und jetzt auch noch gegen Logan. Oh, warum muss das so schlecht sein diesmal? Nee. Warum hat das jetzt hier geladen? Aber wir müssen nur Logan erwischen. Bisschen nervig, dass es jetzt hier geladen hat. Vielleicht sollten wir die Magier vorher auslöschen. Deine Zeit ist abgelaufen. Autsch. So, jetzt schalten wir erstmal die Magier aus, weil ich nicht weiß genau, was die hier machen. Nichts Gutes. So viel ist sicher. Ich bin ein Vergieß mir ein wenig Blut vom Kuchen.
Beeil dich mir! Trau dich! Und wieder ist ein Gegner gefallen. Den kriegen wir, den kriegen wir. Autsch. Genau so wird es geschehen. Aliman ist gleich hinüber, aber sein. Wir haben ihn betäubt. Im Namen des Erbauers. Akzeptiert ihr die Regeln? Okay. Die Männer werden... Na dann, auf geht's. Auf ein neues. Aber selbstverständlich. Wie ihr wünscht. Okay, na dann. Mann, unsere Fähigkeiten haben sich noch nie aufgeladen, sehe ich gerade. Genau so wird es geschehen. Autsch. Wie ihr wünscht. Nun, wie er einfach ausweicht. Jetzt geht's eigentlich noch. Ich weiß gar nicht, wo er dann so viel Schaden macht. Autsch, jetzt hat er uns erwischt. Oh, er macht schon viel Schaden. Wenn er uns trifft, macht er wirklich viel Schaden. Der macht schon echt seinen Schaden. Genau so wird es. Aber wir können ihn betäuben. Aber selbstverständlich. Mixer, du wirfst mich hier nicht um. Wenn es sein muss. Ja, es muss sein. Genau so. Gut gemacht. Den haben wir gleich. Immer diese Schimmerkreiseln. Ja. Ich habe euch unterschätzt, Wächter. Ich dachte, ihr werdet wie Kaelin, ein Kind, das Krieg spielen will. Ich habe mich getäuscht. In euch wohnt eine Stärke, wie ich sie seit Mareks Tod nie mehr gesehen habe. Ich gebe auf. Tja. Das ist jetzt die Sache. Was werden wir tun? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Danke fürs Zuschauen. Es war eine chaotische Folge, eine abwechslungsreiche Folge. Bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir auch, was wir mit unserem lieben Logan hier machen. Bis dann, macht's gut. Ciao.